Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt vor, gleich über diesen Berg zu wandern. Das ist der Berg, an dem wir, nachdem wir eine Nacht hier im Barranco in einem Steinkreis geschlafen haben, immer rüber mussten. Zum nächsten Strand und zum nächsten Barranco, in dem wir ja eine Zeit lang gelebt haben. Und ich hatte dir ja versprochen, dass ich das mal für dich filme und dir von oben auch den schönen Ausblick zeige. Ja, und da ich drüben noch ein paar Klamotten von uns habe, die ich jetzt gleich holen möchte, habe ich mir gedacht, verbinde ich das jetzt gleich mit einem Video und zeige dir das Ganze jetzt mal. Okay, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei. Und meinen Wanderstock habe ich auch dabei. Dann ist das Klettern einfacher. Jo, dann wollen wir mal. Kommst jetzt einfach mal mit. Ne? Ich habe jetzt gerade, also das heißt ja, vor einer guten Stunde vegane Kichererbsenpfannkuchen gemacht, das erste Mal. Hat lang gedauert, da ich keine gescheite Pfanne habe. Und mir der Flo, der ist da unten im Zelt, zwar seine Pfanne ausgeliehen hat. Die ist auch nicht schlecht, die hat einen ganz dicken Boden, aber die ist sehr, sehr klein. Ja, dadurch gab es nur sehr kleine Pfannkuchen, es hat auch sehr lange gedauert. Und mein Gas hat nicht komplett gereicht, da ich in der Zeit, in der ich weg war, ihm das mehr oder weniger ausgeliehen habe, so dass er sich immer damit einen Kaffee kochen konnte, weil sein Gaskocher ist kaputt seit einiger Zeit. Ja, und ich habe zwar eine große Gaskartusche gekauft, aber ja, trotzdem hat jetzt leider lange nicht mehr lange gehalten. Und ich wollte so gerne morgen noch Süßkartoffeln mit Kürbis für Noelle und mich braten. Ja, das wird jetzt leider nichts mehr. Ja, so sieht das hier aus, ne? Das ist der Trampelpfad. Immer schön am Abhang entlang. Hier siehst du das Meer. Ja, die Sonne geht bald unter, deswegen muss ich mich beeilen. Das Pfannkuchenbraten hat jetzt doch wieder mal recht lange gedauert. Dieser kleinen Mini-Pfanne. Ich schaue jetzt nicht, was ich filme, sondern laufe jetzt und gucke lieber, wo ich laufe. Vielleicht haben wir ja oben noch ein bisschen Sonne. Ich hoffe es sehr. Eben war sie noch da. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich schätze mal 17 Uhr durch. Und 16 Uhr durch wollte ich eigentlich los. Naja. Also mit dem Stock geht es ganz gut. Anfangs hatte ich ja keinen Stock, da war das echt mühsam. Vor allem hatte ich immer Schmerzen in meinem Oberschenkel. Dadurch hat es immer sehr lange gedauert, bis ich hier über dem Berg war. Hier nochmal die Aussicht für dich. Aus der Höhe. Hier ist, unten ist übrigens ein Parkplatz für die Touristen oder auch andere Aussteiger oder Leute, die einfach mal
ja, ein paar Tage nur hier sein möchten. Ne? Muss ich erstmal gucken, wo ich hier jetzt am besten hochgehe, ohne zu rutschen. Ich bin schon länger nicht mehr hier über den Berg gegangen. Das Witzige ist, selbst wenn es kühl ist, so wie jetzt, es wird schon wieder recht kühl, kommt man hier immer total ins Schwitzen, wenn man hier hochklettert. Hier oben ist es auch immer wärmer als unten. Ja, die Sonne ist schon hinterm Berg, leider. Nun denn. Kann auch sein, dass du das Video erst siehst, wenn wir bereits in Valle Hermoso waren und wieder zurück sind. Aber ja, dann ist es halt auch so, ne? In letzter Zeit gab es ja wieder öfter Videos von mir. Dann ist es umso spannender. Hier ist jetzt ein bisschen eng. Sehe ich dir das noch mal? Weiter geht's. Ah, zeige ich dir mal noch hier oben ein bisschen was. Dort hatte mein Sohn seine bisherige Höhle. Jetzt hat er sie weiter drüben, deutlich weiter drüben. Dann hat er es auch nicht mehr so weit und es ist nicht mehr ganz so gefährlich. Am Anfang bin ich hier auch oft mit zitternden Knien lang gelaufen. Mittlerweile geht es. Irgendwann gewöhnt man sich an die Gefahr. Hier sind auch mal wieder Steine runtergekommen. Von da oben. Heute war auch ein traumhaft schöner Tag. Oh, hallo. Moment. Geh mal zur Seite. Strahlenblauer Himmel den ganzen Tag, wie man jetzt auch noch sehen kann. Wirklich wunderschönes Wetter heute. Sagenhaft. Aber es gibt wieder einen wunderschönen Sonnenuntergang dann auch. Liebe ich ja auch. Jemand in den Stein gemalt. Schön, ne? Normalerweise gucke ich hier gar nicht runter, weil mir sonst schwindelig wird. Ups. Immer nur schön auf den Weg schauen. Das Wichtigste. Ist ja schon toll, dass man hier überhaupt so einen Trampelpfad mehr oder weniger gemacht hat, ne? Dass man überhaupt über den Berg rüber laufen kann. Es ist wohl auch noch nie jemand hier abgestürzt. Boah. Jetzt merke ich, dass ich länger nicht mehr hier war. Ich mache mal kurz auf Pause. Ist doch ein bisschen heftig hier.
Ja, jetzt wird mir auch schon wieder richtig warm. Eben war mir noch zu kühl. Ich hatte nämlich eine Hose über meinem Rock an. Die ziehe ich jetzt gleich erstmal aus. Obwohl die Sonne nicht mehr richtig da ist, schwitze ich jetzt doch wieder. Aber ein bisschen scheint sie noch da hinten. Schön, ne? Ja, 10 Minuten habe ich jetzt schon gebraucht für dieses Stück. Bin jetzt ungefähr auf der Hälfte des Berges. Ich hoffe, das Licht reicht noch aus für diesen wunderschönen Ausblick. Ich ziehe mir jetzt erstmal die Hose aus. Boah. So. So ist es doch angenehmer. Ich habe auch meine Barfußschuhe an, weil ich mit denen nicht so rutsche. Ja, um nochmal auf die Pfannkuchen zurückzukommen. Den restlichen Teig habe ich jetzt einem Pärchen gegeben. Die haben auch ein Kind und die fahren morgen nach Pastrana zu der Quelle und bringen uns jede Menge Achter und eine Fünfer, also 5 Liter Flasche Quellwasser von dort mit, kostenlos. Ja, und deswegen wollte ich eigentlich für sie auch Pfannkuchen braten, aber leider hat das Gas ja nicht gereicht. War aber jetzt nicht schlimm. Sie haben nämlich einen Doppelgaskocher mit einem Gitter auch drauf und eine größere Pfanne, eine dünnere. Und sie braten sich jetzt die noch. Und noch, wenn noch welche übrig bleiben, bekomme ich nachher, wenn ich zurückkomme, dann auch noch 2, 3. Und die schmecken wirklich mega lecker. Die leckersten Pfannkuchen, die ich bis jetzt gegessen habe. Daraus werde ich irgendwann demnächst dann ein Rezeptvideo für dich drehen. Allerdings nicht auf diesem Kanal, sondern auf meinem Hauptkanal. Inner Peace, Awake Mind. Natürlich und bewusst leben, falls du ein neuer Abonnent oder eine neue Abonnentin bist und das noch nicht weißt, wie der heißt. Ne? Ja. Hier nochmal ein schöner Ausblick von hier oben. Der Mond scheint auch. So, und weiter geht's, wie ich heute noch ankomme, ne? In 2 Stunden wird es dunkel. Aber ich habe auch meine Taschenlampe dabei. Und mein Handy hat ja auch eine Taschenlampe zur Not. Und ich bin hier auch schon im Dunkeln mit Taschenlampe rübergelaufen, 2, 3 Mal. Und da ist es nichts Neues für mich. Da wurde auch was Schönes an den Stein gemalt. Sowas sieht man hier öfter. Da kann man auch hin, kann sich da ein bisschen hinsetzen, aber das traue ich mich nicht. Das ist mir zu heikel. Nachher sackt das Ganze runter mit mir. Oder auch hier, zeige ich dir jetzt gleich. Hier saß auch schon öfters jemand, aber auch da, ja, da würde ich mich vielleicht hintrauen, mich da so hinzusetzen. Das wird vielleicht gehen, ja. Mal sehen. Ach ja, der Strand, an dem wir sind, das ist der 2. Strand hier von Santiago. Dahinter ist auch ein Strand, der heißt Tabahuga. Dieser Strand, an dem wir jetzt sind, heißt En Medio. Und dieser Strand, zu dem wir jetzt gehen, heißt Chinguarime. Und dahinter hat es wiederum noch eine kleine, wunderschöne Bucht. Ob die jetzt auch einen Namen hat, weiß ich nicht.
Und wenn ja, weiß ich nicht, wie es heißt, aber ja, jedenfalls ist es dort auch sehr, sehr schön. Schon tolle Gebilde hier, die Felsen, ne? Nicht schlecht. So, dann gehen wir mal weiter. Ich bin so froh, dass ich diesen Stock habe, wirklich. Das ist wirklich Gold wert. Mir ist heute eine Idee gekommen für die Zukunft, für meinen Sohn und mich, was ich vorhabe. Aber das dauert alles noch ein bisschen. Falls ich diesen Gedanken nicht wieder ändere durch irgendwas oder es sich nicht durch irgendwas ändert, dann werde ich dir das dann irgendwann mal erzählen, was ich da so vorhabe. Zuerst fahren wir jetzt hier mal, also wir haben heute Sonntag, am Dienst, nächste Woche Dienstag, fahren wir erstmal nach Valle Hermoso zum Dirk und David und helfen dann dort bei den Terrassen Gemüse anzupflanzen und ja, die Fruchtbäume zu pflegen und was halt, was auch immer gemacht werden muss. Wir bekommen dafür Biogemüse und Biofrüchte, alles ungespritzt. Genial. Haben eine warme Dusche, eine Toilette, endlich mal wieder. Das ist das, was ich hier am meisten vermisse, eine Toilette. Ja, immer draußen ist nicht so toll auf Dauer. Ich hoffe, du verstehst mich gut, da die Wellen hier so laut sind oder das Meer. Ja, das ist hier der Barranco. Da hinten drin hatte ich auch mein Zelt. Vielleicht komme ich da irgendwann noch dazu, dir das auch mal noch zu zeigen, den Platz. Und auch die Doppelhöhle, aber die kann ich dir vielleicht gleich noch zeigen, falls sie gerade nicht besetzt ist. Also sind Leute drin, aber falls sie gerade nicht da sind, könnte ich dir die vielleicht noch schnell zeigen. Ne? Okay, mal sehen. So, das Schlimmste ist geschafft. Hier kann man jetzt ein bisschen schneller laufen. Jetzt geht es wieder bergunter. Bergunter ist auf jeden Fall schwieriger als berghoch. Hier kannst du mal das Tal da hinten sehen. Auch sehr schön. Aufpassen, dass ich hier nicht mit dem Finger irgendwo dran komme,
Dann ist das Video nämlich zu Ende, bevor ich mich von dir verabschiedet habe. Es geht immer schnell bei meinem Handy. Muss ich aufpassen. So, jetzt gut auf den Weg achten. Boah, ja, bin ich schon gerutscht. Gar nicht so einfach. Filmen und gleichzeitig runterklettern, das ist eh schon nicht einfach. Ach, das seid ihr ja wieder, oder? Ja, ja. Ja, hallo. Schlafplatz gefunden. Schön. Wo denn? In der Höhle? Oder? Ja, an der Seite. Habt ihr noch eine Leere gefunden? Hier wow. Hatten, ja, so ein Plateau eher. Jetzt kommt nicht keine komplette Höhle, aber so ein Plateau. Ach, das passt schon. Ja, schön, das freut mich für euch. Ja, super. Ja, ich bin aber da drüben. Ich hole es nur noch meine letzten Klamotten hier. Ah, okay. Ja, schon länger, aber ab und zu komme ich auch noch mal wieder hier hin. Vielleicht sehen wir uns noch in der Main Cave. Genau. Ja, die berühmte Main Cave hier. Gemeinschaftshöhle auf Deutsch. Da treffen sich mehrmals am Tag immer alle. Zum Kochen, Musik machen, unterhalten, chillen. Spiele machen, jonglieren, lachen, ja, alles Mögliche. Oh, ich muss mal kurz. Meine Hand tut weh. So, weiter geht's. Ja, also hier drüben ist es schon auch sehr schön. Mir war hier nur auf Dauer einfach ein bisschen zu viel Trubel. Und ich hatte keine Lust mehr, wenn ich einkaufen gehe, immer erst diesen Berg besteigen zu müssen, da es ja eh schon so weit ist. Ja, und so muss ich das jetzt nicht mehr, habe ich es schon deutlich einfacher. Und auch kürzer ins Dorf. So schön es ja ist, hier über den Berg zu gehen, aber es ist halt trotzdem anstrengend und es geht Zeit verloren. Bin schon 20 Minuten habe ich jetzt schon gebraucht. Also normalerweise bin ich schneller mittlerweile, wenn ich nicht nebenbei filme. Aber trotzdem. Ach, ich höre auch Musik. Trommel? Vor allem war ich ja jetzt eine Weile nicht mehr hier. Ich weiß es nicht. Mindestens eine Woche, wenn nicht anderthalb. Und in der Zeit sind schon wieder einige neue hierher gekommen. Da bin ich immer gespannt, wen ich hier gleich noch so kennenlerne. Weil ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen in die Main Cave gehen, wenn ich schon mal wieder hier bin. Nö, will ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Ja. Ich hoffe, dass es in Valle Hermoso, also falls ich dort mal ein Video hochlade, dass es da auch so gut klappt. Ansonsten halt dann wieder hier. Hier klappt es ja in letzter Zeit sehr gut. Ich kann jetzt mittlerweile bei Marcello und bei diesem Bücherladen das Internet kostenlos nutzen. Das ist natürlich perfekt für mich, da das sehr teuer hier ist. Ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld habe und wir noch eine Weile damit hier hinkommen möchten. Ne? Ja, da muss man schon gucken, wo man bleibt. Ach, wie sieht es denn hier aus? Wow, das haben die aber schön gemacht. So, aber letztes Mal noch nicht. Cool. Sehr schön. Richtig gefegt alles. Ja, so wie ich mir das auch gemacht hatte bei meinem Steinkreis. Eigentlich bei jedem Platz, bei dem ich bisher war, habe ich immer so viel Liebe reingesteckt, alles schön gemacht, alles sauber gemacht, dann wieder umgezogen. Ja, aber naja, so ist es halt. Ne? Ah, cool. Jonglieren mit Licht. Sehr schön. So braun bin ich mittlerweile schon. Huch, so richtig orangebraun.
Ja. Ich werde ja sehr schnell bauen. Und hier erst recht. Ah, jetzt kommen wir zu meiner ehemaligen Doppelhöhle, bei der ich am Anfang mit Null zusammen war und später dann alleine. Und es scheint auch gerade niemand hier zu sein. Sehr gut. Das ist sie. Warte, ich lege mir eben meinen Stock zur Seite. Hier war ich. Hier liegt auch noch mein Handtuch und unsere letzten restlichen Klamotten. Und da drüben war Noel. Ja. Ne, eben, das war eine ganz andere Höhle, als ich jetzt habe. Also sehr tief unten und auch nur ein kleines Stück hinten rein. Also das ist nicht so meins, da kriege ich eine Platzangst. Vor allem hat es hier unten nochmal eine Höhle dann nebendran. Ach, da ist jetzt auch jemand drin. Oh mein Gott. Nee, und das hat mir nachts immer Angst gemacht, weil ich das da immer gesehen habe. Da dachte ich immer, da kommt einer hoch oder so. Ja, naja. Gut. Hast du meine Höhle, meine ehemalige Höhle jetzt auch mal gesehen? Ja. So, einmal wieder. Vorsichtig umdrehen. Das war's dann, was ich dir zeigen wollte. Hast du das jetzt auch mal gesehen? Ne? Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Würde mich freuen. Ja, und es würde mich auch freuen, wenn du beim nächsten Vlog wieder mit dabei bist. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit und sag mal bis zum nächsten Video.